Hallo Freunde, Augustausgabe. Sommersonne, Kokosnuss und Weltmeister geworden vor ein paar Tagen. Auch schön. Unsere Kokosnuss steht hinter der Kamera, ist der Ronny, der Spielberg, und filmt alles. Er ist gar nicht so begeistert von der neuen Ausgabe, weil es ist die Sommerausgabe. Wir haben demzufolge die Seitenzahl erhöht um 16 Seiten. Haben auch noch ein Poster beigelegt. Um euch in der Ferienzeit, Urlaubszeit, den vernünftigen, die Lesevollbedienung zu geben. So, wie ihr unschwer sehen könnt, wir haben eine Art Doppelcover. Sprich, die beiden Kernpunkte des Heftes sind natürlich die Titelstory von Accept und nicht außer Acht zu lassen, das Böse Onkels Comeback am Hockenheimring. Lausitzring haben sie sich ja aufgelöst, Hockenheimring. Ja. Fangen wir mal an. Wie ihr sehen könnt, habe ich eine ganze Menge Zettel hier oben reingeklebt. Ronny ist froh, dass er eine Digitalkamera hat. Früher wäre ihm in den Analogzeiten wahrscheinlich irgendwann das Band verreckt. Ich spreche einfach ein bisschen schneller, dass wir auch ordentlich durchkommen. So, fangen wir mit den News an. News des Monats für viele, nicht nur für mich, die Rückkehr von Steve Zegro Sousa zu Exodus. Dann haben wir Studio Reporter 2, Obituary und Alpha Tiger. Oh, und wir haben noch ein Goodie, ein Aufkleber. Rockhard, ich lese Heavy Metal. Schönes Ding, wusste ich selber nicht von. Farbe bekennen. So, gehen wir weiter. Ein Schwatzkasten mit Jürgen Engler von den Krupps. Und dann beginnt die Titelstory. Die hat Holger gemacht. Zum einen mit Wolf Hoffmann, zum anderen mit Peter Baltes, seinem kongenialen Mitstreiter. Die Band hat auch einen Blick ins Fotoarchiv erlaubt. Es gibt eine Menge alter Fotos in der Story. Sehr schön auch das von der Tour, die Accept mal, oh Gott, wann war das denn? Ich glaube, in den Mit-80ern mit Judas Priest gespielt haben. Ist wirklich schon eine Weile her. Und auch eine Rückshow auf die erste. Eine Rückschau auf die Show von 1983 in der Zeche Bochum. Dann geht's weiter mit Overkill Entombed AD, mit den Bluespills, die den Soundcheck dieser Ausgabe um Längen gewonnen haben. Ich meine, ihr habt die Band ja schon im letzten Jahr zum Newcomer des Jahres gewählt. Beim Rockhard Festival haben sie auch nochmal gepunktet. Jetzt kommt endlich das Debütalbum nach gefühlten 300 EPs. Kauft es euch oder hört es euch zumindest an, ist wirklich eine super Platte geworden. So, dann natürlich ein 12-seitiger Bericht, glaube ich, über das Rockhard Festival, was dieses Jahr ein großer Erfolg war. Zum ersten Mal am Sonntag war es komplett ausverkauft. Es geht weiter, oh, was für die Metal-Historiker unter euch. Matthias Mader hat wieder sehr, sehr tief gegraben. Bringt den zweiten Teil von den ganz, ganz, ganz frühen Tagen von Iron Maiden und gleichzeitig auch noch ein Buch-Special, in dem er völlig subjektiv natürlich die seiner Meinung nach 20 besten Heavy-Metal-Bücher aller Zeiten präsentiert. So, dann haben wir Dragon Force und kommen schon zu einem weiteren Special, ein Kuba-Special. Und zwar die Rügener Thrashcore-Band Core. Passender Name, hat eine Kuba-Tour auf die Beine gestellt, mit unterstützt von einer kubanischen Band, und hat auf 6 Seiten ihre Eindrücke wiedergegeben. Sehr gute Fotos, sehr guter Blick hinter die Kulissen. Vielleicht war der eine oder andere von euch mal in Kuba. Der wird da einiges wiederentdecken, was er selbst vor Ort erlebt hat. Für die anderen ist es eine klasse Abenteuergeschichte. So, dann haben wir die Story hinter dem Meilenstein Running Wild, Black Hand Inn von 1994, verfasst von Herrn Bittner, der Kokosnuss an der Kamera. Ha, und da war er wieder unterwegs. Seinen wohlverdienten Urlaub hat er genommen und ist nach Seattle gefahren, um einen ersten Vorgeschmack aufs neue Sanctuary-Album zu liefern. Auch interessant und da warten ja wahrscheinlich auch nicht so wenige Leute drauf. So, wir machen weiter. Oh ja. Da kommt das nächste große 16-seitige Special im Heft um die Comeback-Shows der Onkels. Wir waren am Hockenheimring, wie schon gesagt, haben mit jedem Bandmitglied gesprochen, haben dann noch Leute aus dem Umfeld vors Mikro gezerrt, die Veranstalter,
Ben Becker, der die Band angesagt hat, wie ja schon einige von euch mitgekriegt haben dürften. Auch Moses Pelham, der bei einem Song auf die Bühne gekommen ist und die Band unterstützt hat. Ziemlich cooles Interview mit ihm. Am überraschendsten, weil offensten, ist mit Sicherheit das Interview mit Kevin ausgefallen, der sich sehr offen zu seinem von ihm verursachten Verkehrsunfall geäußert hat. Dann haben wir noch ein Poster im Innenteil, ein Live-Foto von den Onkels. Und zum anderen auf der anderen Seite, wie schon gesagt, Bluespills, der Newcomer des Jahres, das komplette Cover-Artwork des Bluespills-Albums. Das, was ihr auf der CD oder LP seht, ist nämlich nur ein Ausschnitt des eigentlichen Motivs. Ich kann das mal rausreißen. Oh, auch sehr schön. Den Riss denkt euch weg, ja? Und dann habt ihr hier mal so eine schöne asiatische Nummer. Kann man prima Tantra zu üben, Yoga zu üben, Kokosnüsse köpfen, was euch so in den Sinn kommt, was ihr gerne macht im Urlaub. So, weiter im Text. Oh, eine Weichspül-Doppelseite, Tesla und Night Ranger. Nichtsdestotrotz, beides sehr gute Bands, sonst wären sie auch nicht im Heft. Und dann haben wir eine längere Underground-Strecke. Da kommen dann so Sachen vor wie Capilla Ardiente, The Dagger, sehr gute Platte, Darkest Era. Wir haben ein kurzes Lethal-Interview. Und Kaisers Katakomben und musikalische Schätze zum Wiederentdecken. Verdammt lang her. Oh, Kaisers Katakomben auch sehr geil vorgestellt. Diesmal Rapunzel, neue deutsche Volksmusik. Also das muss man natürlich kennen. Muss man haben. Boris erklärt euch wieso. So, wir kommen zum Soundcheck, den, wie gesagt, Bluespills mit meilenweiten Abstand gewonnen haben. Danach die wiederauferstandenen Entombed AD, Unisonic, Ted Nugent und Gravedigger. Gravedigger ist übrigens auch schon ein Interview in diesem Heft. Ted Nugent wird dann im nächsten zu Wort kommen und ich kann euch versprechen, es wird wieder ein Kracher. Und dann bleiben wir zum Abschluss nochmal bei den Live-Geschichten. Wir waren in Frankreich beim Hellfest, haben uns Aerosmith in Dortmund angeguckt, unter anderem Metallica in Hamburg, Black Sabbath in Essen. Das war nicht so weit, sehr schön. Ja, und dann ist es eigentlich auch schon fast vorbei. Dann folgt nur noch der Serviceteil, die Tourdaten und so weiter. Wie gesagt, so sieht sie aus, die aktuelle August-Ausgabe mit Aufkleber, Spitze, mit Poster und noch dazu den 16 Seiten Bösen Onkels und erhöhtem Umfang. Alles klar, viel Spaß mit dem Heft. Weiterhin schönen Sommer.